Hallo. Ja, herzlich willkommen zurück zu Minecraft All the Mods. Leider sind wir gerade eben im Dungeon gestorben. Ich habe mir einen Kaffee geholt, ich bin schlafen gegangen. Und das nächste, ich muss mal gerade ganz kurz hier einmal raustappen. So. Und das nächste, was passiert ist, ist, ja, mein Rechner hat Minecraft auf einen FPS heruntergeschraubt. Schade ist, vor der Tür steht ein Creeper. Und wir haben nichts. Aber ich glaube, irgendwo hier. Oh, ein Iron Sword. Es muss sich auch mal lohnen, dass wir hier Protection, Protection. Die ist ein bisschen angeschlagen. Hier mein Helm. Ist Leder, ne? Ah, egal. Lasertonik. Ja, sieht aus wie ein Diamant, aber ist es nicht. Und keine anständige Chestplate. Echt jetzt? Ja, Stil. Soulbound, nee, das nehme ich nicht. Unbreaking 3, das nehme ich auch nicht. Das will ich da wieder runter haben. Sonst keine Waffen? Na gut. Wir sehen einen sehr bunten Pinguin. Okay, Aktion, rette meine Sachen. Nix da, nicht explodieren, mein Freund. Nein, nein, nein. Oh. Dann mach halt. Und was ich jetzt als erstes machen. Ah, nee, kann ich ja gar nicht. Ist ja nicht Nacht. Ja, ich wollte in dem Bettchen schlafen. Damit der Weg nicht so weit ist. Canola. Canola. Ah, Canola. Kaffee. Habe ich mir gerade. War da? Nee. Hätte mich auch gewundert. Ich dachte, da wäre so ein Fungusgrasblock gewesen. Wie heißen die Dinger? So. Auf zum Level 3. Hier muss ich dann nachher auch mal kennzeichnen, wo es nach unten geht. Hier war es nicht. Da habe ich auch noch eine Kiste stehen lassen, die ich jetzt gerade nicht mitnehmen kann. Wo noch super wertvolle Sachen drin sind. Und hier steht noch eine Kiste. Da habe ich, glaube ich, den Glowstone rausgeklopft. Verzeihung. Immer noch ein bisschen Kratzen im Hals von der Erkältung-Virusinfektion. So, dann kann es ja nur hier sein. Ups. Hier habe ich es zum Glück schon gekennzeichnet. Ich glaube, das geht dann jetzt hier nach links.
Was ein Glück. Ganze 7 Level sind übrig geblieben. Ist ja grandios. So, und jetzt mache ich da mal ganz kurz zu, damit mich jetzt hier keiner stört. Das und das. Die kommen dahin. Bücher waren hier mit drin. Ich glaube, hier hatte ich auch. Hatte ich nicht. Oh Gott, Conduit Probe, das ist ja cool. Was man so alles in den Dungeons findet. Top. Canola. So. Dann. Ach, guck an. Krass. Schön anstellen, Freunde. Oh. Da ist ein Spawner drunter. Da kommen die ganze Zeit her. Das ist ja raffitückisch gemacht. Und das Allerbeste ist, genau so einen Spawner brauche ich noch. So, irgendwo in irgendeinem Backpack, ich glaube in dem hier. Jawohl, ja. Dann gehst du mal weg. Du da drauf. Dich nehme ich mit. Dich nehme ich auch mit. Und dich habe ich schon. Ich nehme ich trotzdem mit. Warte mal. F7, mal gucken hier. Sticks. Broken Spawner gehen da nicht rein. Ein Diamantschwert. Warte mal, den da nicht. So, das und das. Okay, und du kommst hier rein. So. Hab ich die Uhr angemacht? Sieht nicht so aus, wie immer. Ganz kurz einen Augenblick. Alles klar.
So. Das sieht ja interessant aus. Oh. Tu mir nix. Oh nein. Wie ich die hasse. Ah, wie ich die hasse. Lauter Spawner da vorne. Kommen die denn alle her? Warte mal. Ups, so war das gar nicht geplant. Mensch, hier ist was los. Warte mal. So. Cyberzombie. Zombie. Das war einfach. Ich glaube, ich baue jetzt hier mal kurz. Dack. Darum kümmere ich mich gleich. Ich gucke erstmal, was hier gerade ausfliegt. Ganz ehrlich, diese Dungeons sind der Hammer. Vor allen Dingen aber auch hammer anstrengend für so Super Pro-Player wie meiner einer. Und diese Fledermäuse gehen mir auf den Senkel. Okay. Skulls. Da ist garantiert wieder ein Spawner hinter. Und hier haben wir die nächste Höhle. Geil gemacht, ohne Frage. Echt Hammer. Was passiert hier?
Das da ist wohl wieder Teil von unserem Dungeon. Platino. Aber keine Diamanten. So, die Frage ist, wo war nochmal unser Dungeon? Ich glaube da, ne? Sieht's nach Spinnen aus. Da sehe ich doch auch schon den Spinnenspawner. Falls du damit hinkommst. Oh nein, auch noch diese Viecher. Fuck. Lernst nicht, ne? Nein, und ich hänge im Kopfweb fest. Fuck. Ist doch schon wieder eine gespawnt. Oh, wo kommt der denn her? Der sitzt da drüben. Da ist wieder eine Spinne. Und ich höre einen Enderman. Wo ist denn der? Sau cool gemacht, aber anstrengend. Sehr anstrengend. Ich glaube, jetzt muss ich wohl mal den da kaputt machen. Den hier. Mann, Mann, Mann.
Das ist ja echt eine Party. Ups, das wäre fast blöd gewesen. So, ja, hallo. Ja, haut euch gegenseitig. Ist da noch ein kleiner dabei? Wieso? Wo kommst du denn her? Ich hab doch den Spawner kaputt gemacht. Das wäre es gerade schon fast wieder gewesen. Halleluja, was ist denn da los? Was denn das? Naja, macht ihr euch mal gegenseitig tot.
viele sind denn da noch? Anstrengend. Echt anstrengend. Ah, das muss ich gleich in die andere Kiste packen. Nämlich in die. Da und da. So, Freunde. Hallo, wer zuerst? Du, ne? Und dann du. Macht's euch mal gegenseitig. Okay, Rückzug. Puh. Ich glaube, das Schild ist auch gleich hinüber, ne? So, dann machen wir mal Folgendes. Kamikaze. Thank you.
Oh, das Schild ist hin. Aber ich habe doch hier noch ein zweites gefunden. Und mein Schwert ist auch bald hin. Also, ich brauche auf jeden Fall die Darksteel-Rüstung mit aufladen. Das ist ein normaler, sehr, sehr schneller. Mach doch mal bitte einer. Oh, fuck it. Warte, hier ist noch ein bisschen Platz. Du, du, du. Aufregender Ausflug. Wirklich. Dem haben wir mal ein bisschen was auf die Füße, dachte ich. Ha, tun wir nicht. Wie viele sind denn da? Jo. Und ich habe vergessen, in dem Bettchen da drüben zu schlafen. Ja, so geht das mal hin und wieder. Hier gibt es auch noch bestimmt irgendeine Hose. Super. Oh, und ich sehe schon 4 FPS. Mit anderen Worten, ich versuche jetzt noch bis in dieses Haus da zu kommen. Und dann werde ich wohl einmal neu starten müssen. Wobei ich gerade nicht glaube, dass das funktioniert. Nicht so wirklich. Und da ist ein Enderman. Okay, dann beende ich hier mal ganz kurz die Aufnahme, starte eine weitere, eine neue und ja, wir sehen uns dann gleich wieder bei der zweiten Version von Wir versuchen unsere Sachen zu retten. Bis gleich. Ciao, ciao.